Die Autogarage in Rheinfelden ist über Jahre aufgebaut worden von einem Ehepaar, das das Lebenswerk übergeben will. Aus der grossen Familie meldet die Tochter Interesse an. Seit 2020 läuft der Prozess von der Übernahme. Kann die junge Frau in die Fussstapfen treten oder stellen ihr die Geschwister das bei? Reibungsflächen hat es gegeben, wenn einer meiner Geschwister nicht einverstanden wäre oder selber wollte übernehmen. Oder wenn sie natürlich gesagt hätten, wir verkaufen das Ganze, wir wollen nicht, dass du das übernimmst. Um das zu vermeiden, kommt er ins Spiel, der Berater vom Raiffeisen Unternehmenszentrum. Wichtig in dieser Funktion, neutral bleiben. Bevor dass man überhaupt angefangen hat, ins Detail zu gehen, hat man mit der ganzen Familie ein Gespräch gehabt. Die waren am Samstag bei uns gewesen, und dann hat man das wirklich abgeholt. Die Eltern wollen abgeben, die eine die Tochter will übernehmen und die anderen drei Geschwister haben gesagt, mal, ist okay, wir sind einverstanden, aber wir wollen das und das noch wissen. Spannungspotenzial besteht darin, dass der Unternehmer, die Unternehmerin während Jahren, Jahrzehnten die Firma aufbauen, gestaltet und prägt hat. Und jetzt auf den Zeitpunkt X sein Lebenswerk soll in neue Hände übergeben. Das ist erfahrungsgemäss mit grossen Emotionen verbunden. In der Autogarage in Rheinfelden werden noch Details ausgeschafft. In der Agrotech AG in Werdenberg hat die neue Generation von Milchmaschinen-Spezialisten bereits übernommen. Da allerdings sind zwei Söhne am Betrieb interessiert gewesen, mit Potenzial für Uneinigkeit. Wer wie viele Teile bekommt, ja, dort sind wir zuerst ein bisschen uneinig. Hat es heute Reibungsflächen gegeben? Ja, am Anfang schon. Aber ja, mit der Zeit hat es sich dann geschlichtet, sie haben uns gut beraten. Wir und der Bruder sind jetzt 50-50 an diesem Betrieb beteiligt. Und der dritte Bruder hat nicht Möglichkeiten, um in den Betrieb hineinzukommen. Und ihn wird man dann einfach auszahlen müssen. Pflichtteil, das ist ein wichtiger Punkt von dieser Gesetzesrevision, werden reduziert im neuen Recht und können über mehrere Jahre abgestuft abgegolten werden. Das ist die sogenannte Stundung der Pflichtteil. Dann kann so der neue Unternehmer über Gewinnausschüttungen über mehrere Jahre die Ansprüche von seinen Miterben abgelten. Da klingt jetzt, wie wir schauen, dass die Jungen sich fair behandelt fühlen. Wie ist es mit der alten Generation? Etwas, was bei uns ganz wichtig ist, ist zu schauen, wie es ihnen geht, dass sie den Lebensstandard in der Pension behalten können. Also die Vorsorge ist eine ganz wichtige Geschichte und das hat jetzt den Prozess hier ein bisschen verlängert. Sie sind erst 60, haben also relativ früh an die Firmennachfolge gedacht. Ja, das ist so. Wir sind früh dran, aber das ist sehr gut. Man weiss, was in der Zukunft alles läuft und wie man sich ab 65 vorstellen kann oder was man dann noch machen kann. Wenn man 35 Jahre selber Chef war, hätte man vorherstehen und vorausspringen. Ja, gibt es Momente, wo der Herd also schwer ist, um hinten herzustehen und zu sagen, halt, jetzt musst du einfach still sein.